Grund zur Freude gab es jetzt beim LWL Römermuseum in Haltern am See. Der erste Bauabschnitt mit der 156 Meter langen Nachbildung des Westtores und der Holzerdemauer ist fertiggestellt. Zur Eröffnung hatten sich zahlreiche Gäste und ein römischer Legionär eingefunden. Also ich bin hochzufrieden, ich finde es wunderbar und ich muss sagen, es sieht besser aus, als ich es mir vorgestellt habe im Vorfeld. Und das freut mich natürlich sehr. Es ist so gigantisch. Und das konnte man sich vorher gar nicht so vorstellen. Und das finde ich, es wird die Besucherinnen und Besucher auch faszinieren. Weil auch gerade durch die Inklusionsrampe, man hat noch ein viel größeres Stück von diesem Lager, als man das bisher geplant hat. Es gibt auch noch viel zu tun. Ich würde mir auch wünschen, dass die Gräben weitergezogen werden. WDR-Journalist Horst Kläuser lud zu einer Expertenrunde ein. In humorvoller Weise entlockte er seinen Gesprächspartnern Informationen rund um die Entstehung des Römerparks Aliso. Unter anderem sprachen Dieter Gebhardt, Vorsitzender der LWL-Landschaftsversammlung, und Hiltrud Schlierkamp als stellvertretende Bürgermeisterin für die Stadt Haltern am See. Eine Säule der Wirtschaftskraft der Stadt Haltern am See ist der Fernverkehr und der Tourismus. Und ein großer Magnet unserer Stadt, in unserer Stadt, ist natürlich das LWL-Römer-Museum. Architekt Dr. Kees Peterse erklärte, woher die Informationen über den Bau eines Römerlagers stammen. Julius Cäsar selbst habe den technischen Aufbau beschrieben. Die Untersuchung von den Bodenspuren dieser vergleichbaren Baute war auch ein wichtiges Element, um zu diesem Ergebnis kommen zu können. Und dann haben wir noch schriftliche Quellen. Aus der Römerzeit, zum Beispiel Julius Caesar, hat geschrieben über derartige Konstruktionen und er sagt zum Beispiel, dass die Höhe des Wehrgangs, wo wir uns jetzt befinden, dass das entweder 10 Fuß oder 12 Fuß sein sollte, also 3 Meter, 3,60 Meter. Und hier kann man aufgrund von der Aushub aus dem Lagergraben entscheiden, dass das 12 Fuß sein sollte, also 3,60 Meter. Noch im April 2012 sah es an dieser Stelle so aus. Nach dem Grunderwerb erfolgte der erste Spatenstich. Am 21. Mai 2015 dann das Richtfest auf der Holzerdemauer. LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rischhoff-Thale schlug den letzten Nagel ein. Für mich ist das auch sehr überraschend gewesen, als ich an den ersten Tagen hier ankam und die Türme aufgestellt waren. Ich kannte das Ganze ja auch nur in Modellform. Und als dann das auf einmal in die Höhe ging und diese 8-Meter-Türme, war ich schon sehr überrascht, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. In den Folgemonaten wurde die Anlage fertiggestellt. Sie ist barrierefrei begehbar. Rund 14.000 geschmiedete Eisennägel, 4.200 Holznägel und 256 Kubikmeter Eichenholz wurden verbaut. Zimmermeister Christian Rensing aus Ahaus blickte etwas wehmütig auf das für ihn und seine Kollegen außergewöhnliche Bauobjekt zurück. Jetzt war alles fertig. Wir sind natürlich super positiv überrascht und auch begeistert. Und wenn es nachher, erst sieht man sich dagegen an, aber wenn es nachher fertig ist, dann ist natürlich das Ergebnis, das ist natürlich wunderbar. Und vor allen Dingen für einen Zimmermann, es gibt einfach nichts Schöneres und nichts, was diesen Beruf, wenn wir einen Zimmermann haben, der diese Arbeit nicht leiden mag, der müsste sich anders umorientieren. Wir waren durchschnittlich eigentlich mit 6 Leuten hier im Einsatz. Immer ein Lkw-Fahrer, ein Kranfahrer, also eine gesunde Mischung, aber 6 Leute waren eigentlich durchgehend hier. Als echter Hingucker erwiesen sich bereits bei der Eröffnung die aufgestellten Ferngläser. Nicht ein Blick in die Jetztzeit vermittelt das Glas, sondern den Blick vom Westtor in die Vergangenheit. Dargestellt wird eine Bestattungsszene außerhalb des Lagers. Gesponsert wurde diese Technik vom Museumsförderverein. Man guckt also wie in ein Fernrohr und erhält einen kleinen Film, der eine historische Situation wiedergibt, so als stünde man in römischer Zeit hier oben auf dem Westtor des Lagers und blickt nach draußen in die Landschaft. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt wurden nur geringfügig überschritten. Derzeit laufen die Vorbereitungen des zweiten Bauabschnittes mit Gebäuderekonstruktionen von Soldaten- und Offiziersunterkünften. Ja, geplant ist natürlich, dass wir das Ganze deutlich vergrößern und dass man im Rahmen von Mitmachaktionen halt auch
an der Römerbaustelle das Römerlager weiter errichten kann. Und ich finde das unheimlich interessant und spannend, wenn man auch Jugendliche einbezieht in die Ausgrabungen, wie es ja in Teilen schon durch das Durchsieben passiert ist. Und wenn das ein Römerlager ist, in dem immer was los ist, wo dann auch mal Römer unterwegs sind, wo man selber etwas machen kann, weil jeder weiß es, wenn man selber etwas ausprobiert hat, dann bleibt es viel besser hängen und macht viel mehr Spaß, als wenn es nur jemand anders erklärt. Das LWL Römer Museum hofft durch die neue Besucherattraktion auf deutlich steigende Besucherzahlen. Ab sofort ist die neue Anlage für Museumsbesucher geöffnet.